Hallo meine Süßen, ja, ich bin ein paar Mal gefragt worden, ob ich nicht mal Noahs Kinderzimmer zeigen könnte, beziehungsweise seine Spielsachen. Ihr wollt wissen, womit der Noah gerne spielt und das zeige ich euch jetzt mal, weil ich bin auf jeden Fall ein Fan davon, dass sein Kind nicht zu viel Spielsachen haben sollte, damit seine Kreativität und Fantasie weiterhin angeregt bleibt, weil ich das auch ein bisschen übertrieben finde, so viel Spielzeug zu haben, weil wenn ich in manche Kinderzimmer reinkomme, da denke ich, boah, Hilfe, es geht jetzt gar nicht, ne, also... Denn Fakt ist, er geht ja auch in den Kindergarten und da hat er auch genug Reize und Spielmöglichkeiten. Da braucht er zu Hause auf jeden Fall nicht so eine Tonne an Klamotten, finde ich auch total Blödsinn. Also immer wenn ich irgendwie merke, jetzt hat er wieder einiges geschenkt bekommen oder sowas, dann wird eine Tüte gepackt und das wird dann gespendet oder ich verschenke es halt in der Verwandtschaft. Das gibt mir auch ein gutes Gefühl und ja, ich finde, mehr braucht auch nicht sein. Aber ich zeige euch jetzt mal, was der Noah hat. Also mitkommen. Ja, ihr Süßen, das ist seine Racingbahn, die habe ich euch ja schon mal gezeigt. Und das sind seine Autos. Das sind seine Autos, mit denen spielt er total gerne. Und hier hat er vier Boxen, ja, in diesem Kallax oder Expedit, ich weiß nicht mal, wie das Ding heißt. Und ich zeige euch auf jeden Fall, was er drin hat, denn da ist sein ganzes Spielzeug drin. Mehr hat er nicht. Hier einmal in der ersten Box sind seine Kuscheltiere. Ne? Hier hat er so einen Hund und Tweety und unseren kleinen Turtle. Das ist seine Spieluhr von der Geburt noch. Die habe ich ihm damals, als ich schwanger war, oft auf den Bauch gelegt. Wenn ich den Link finde dazu, dann ich werde euch das auf jeden Fall unten in die Infobox verlinken. Das ist von Natu. Ja, dann haben wir auch noch eine Spieluhr. Und ja, das sind einfach alles ganz viele. Oh Gott, hier ist der Panda. Den muss ich da ganz unten verbuddeln, weil sonst muss ich wieder mit ihm spielen. Ich hole mich hier raus. Ich bin die ganze Zeit hier drin. Ja, von wegen. So. Und den hat er von seiner Mausi geschenkt bekommen, von seiner Patentante. Ja, damit hat er auch so gerne gespielt. Jetzt gerade ist er hier irgendwie in der Kiste. Ja, weiß ich auch nicht. Ach, und hier ist der Elefant. Den hat er auch schon ganz, ganz lange. Den liebe ich auch total. Der ist so süß. Werde ich euch auf jeden Fall verlinken, wenn ich die einzelnen Kuscheltiere finde. Das ist die erste Box. Kommen wir zur zweiten Box. Das sind alles seine Bücher, die er liebt, die er gerne mag. Und auf jeden Fall, was ich euch zeigen will, hier sind noch einige Bücher, die hat mir meine Schwiegermama mitgebracht. Das sind noch die Bücher von meinem Mann. Die hat sie alle aufbewahrt, damit eines Tages das Enkelchen die Bücher bekommt. So, hier auch. Hat sie alles, das muss man sich mal reinziehen. Ich weiß, was du machst. Also, das sind so süße Bücher und noch immer total toll erhalten. Echt so süß, finde ich ganz toll. Und darauf werde ich jetzt auch genau richtig heftig aufpassen, damit er das auch eines Tages weitergeben kann. Ach, hier, guck mal, der kleine Prinz. Ja, auf jeden Fall, wir haben so einige Bücher noch vom Papa von früher. Das ist so seine Bücherkiste. Und hier in der unteren Box haben wir eine kleine Kiste mit seinen ganzen Dinos. Er liebt ja Dinosaurier. Und dann jagt er mich immer durch die Bude mit seinen ganzen Dinos. Also die findet er ja total toll. Hat er zum Geburtstag geschenkt bekommen von seinem Cousin. Findet er mega. Und dann haben wir hier noch ein Glockenspiel. Damit spielt er gerade nicht mehr so viel. Zum Glück. Und das ist hier die Arche Noah. Die findet er auch nach wie vor toll. Die könnte ich ja nachher nochmal auspacken. Ab und zu nehme ich auch was weg und dann hole ich es wieder raus einen Monat später. Dann ist das so, als hätte er was Neues. Hier die Kiste Kuscheltiere, da haben wir seine Bücher, da haben wir sein Spielzeug, ja, und die vierte Kiste ist leer. Da hatte ich seinen Lego-Kram drin, aber wir haben jetzt die Lego-Sachen alle im Wohnzimmer, in einer kleinen Kiste, auch mit Sternchen natürlich. Ja, das ist im Grunde sein Spielzeug. Jetzt habt ihr gesehen, womit er spielt. Also mehr ist das nicht. Er hat noch im Wohnzimmer eine Kiste mit Lego, die ist immer im Wohnzimmer, weil er dort halt mit uns baut. Und dann natürlich sein Trampolin im Garten und sein Dreirädchen. Und sein Bobbycar, ja, das liebt er ja, ne? Bobbycar. Sogar wenn ich ihn abhole im Kindergarten, dann mittags, dann sehe ich immer ein kleines Kindchen mit einem Bobbycar rumflitzen. Das ist immer mein Sohn. Der liebt ja Bobbycar und Ball. Ja, ah, die Bälle, die muss ich euch noch zeigen. Moment. Ja, das ist sein Bobbycar. Das liebt er heiß und innig. Hat er auch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Und hier sogar noch zusätzlich mit so einem Sportlenkrad. Batterie ist leer, aber sonst hat es geblinkt. Rechts, links, echt total mega cool. Und das ist der Teddybär, der leuchtet. Damit spielt er auch gerne, auch so sein Kuscheltierchen. Ne? Findet er auch total toll. Wirft immer so witzige Punkte auf den Boden. Bälle, ja, die liebt er ja heiß und innig. Diese zwei Weichen sind von Ikea.
Und das ist hier einer so von Adidas irgendwie, so ein Lederball. Da hat er auch zwei Stück von, die anderen sind im Garten. Also Emi hat da, glaube ich, 7 Bälle und die brauchen wir alle. So, ihr meine Lieben, wir sind jetzt hier im Wohnzimmerbereich und das ist natürlich ein sehr großes Wohnzimmer. Und wir haben jetzt hier auch eine Matratze in der Mitte, also nicht wundern. Ja, hier ist unser Fernseher. Die Wand kennt ihr ja von meinen Fitnessvideos sozusagen, ne? Und das ist natürlich, es bietet sich natürlich sehr an hier, weil wir echt so mega viel Platz haben. Wir haben hier eine Matratze in der Mitte, auf der wir einfach lustig spielen können, Purzelbäume schlagen können oder einfach mal einen Olympia-Parcours aufbauen. Ja, und das ist eine Lego-Kiste, auch mit einem Sternchen natürlich, auch wenn ich, werde ich euch auch unten verlinken in die Infobox. Und da sind seine Lego-Sachen drin. Die liegt ja natürlich heiß und ähnlich. Hier wird natürlich immer viel fleißig gebaut, ne? Ist ja ganz klare Sache. So, meine Lieben, jetzt habt ihr gesehen, was er nur alles an Spielzeug hat. Und er hat ja wirklich nicht viele Sachen. Seine 4 Kisten, wovon ja eine Kiste ja komplett leer ist. Da könnt ihr ja praktisch dieses Lego-Zeug rein, was jetzt aber immer hier bei uns im Wohnzimmer ist. Das reicht an Spielzeug. Ja, freue mich über eure Kommentare. Abonniert mich, liked mich. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert mich auch auf Instagram unter runninggirl_linda oder auch auf Facebook. Ich freue mich sehr darüber. Ja, und falls euch noch irgendwas Nettes einfällt, zu welchem Thema ich mal ein Video drehen könnte, dann schreibt mir das auch unten einfach in die Kommentare. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen und dann sehen wir uns ganz, ganz bald im nächsten Video wieder. Mua. Tschüss und bye bye.